Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um typischen Pfusch bei gebrauchten Rollern. Ich zeige euch das alles mal an ein paar Beispielen. Typischer Pfusch bei Rollern. Heute geht es nicht um typische Defekte bei Rollern. Da habe ich schon ein Video für euch gemacht. Ich verlinke euch das hier mal. Da könnt ihr allgemeine typische Defekte beim Roller nachschauen. Aber heute geht es mal wirklich darum, welchen typischen Pfusch kannst du erwarten, wenn du einen gebrauchten Roller kaufst? Sagen wir mal möglichst billig, aber auch bei teuren passiert sowas. Und da suchst du dich teilweise zu Tode und kommst nie auf den Fehler. Und ich habe in den letzten 15 bis 20 Jahren habe ich zwischen 60 und 80 Rollern gekauft. Immer so in der Preisregion unter 300 Euro, aber natürlich auch schon darüber und habe gravierende Mängel festgestellt. Und ich zeige euch heute mal die typischsten Pfusch-Momente, die ich sehr oft erlebt habe, sagen wir so. Und das soll für euch ein bisschen ein Leitfaden sein, wenn ihr jetzt einen gebrauchten Roller gekauft habt, der läuft vielleicht nicht und ihr kommt nicht auf den Fehler. Dann kann euch dieses Video vielleicht sogar weiterhelfen. Oder euer Roller läuft nicht vernünftig und ihr wisst nicht warum, weil der Vorbesitzer irgendwas gemacht hat, dann könnt ihr das wirklich helfen. Wir fangen an. Und zwar mit einem für mich sehr ernsten Thema. Und zwar, wir haben den Vergaser. Das wisst ihr ja. Ich mache den jetzt mal auf und zeige euch was. So, wie ihr ja wisst, haben wir hier unsere Hauptdüse. So, jetzt ist es scharf. Leider Gottes machen viele, viele Leute, und das habe ich wirklich in den Jahren schon sehr oft gesehen, den Fehler und nehmen die Hauptdüse, wollen sich keine Tuning-Hauptdüse kaufen, wollen aber tunen und verbauen sich zum Beispiel einen Sportluftfilter oder bearbeiten den Originalluftfilter oder Auspuff und was weiß ich. Und die wollen sich dann keine Hauptdüse kaufen, die ihr ja dann anpassen müsst. Und nehmen einen kleinen Bohrer und bohren damit durch. Ihr müsst überlegen, da geht es um den Hundertstel Millimeter Bereich. Wenn ihr da mit einem Bohrer durchbohrt, dann macht ihr aus eurer 60er Hauptdüse eine 600er Hauptdüse. Das wird nie mehr laufen. Der kann nicht mal mehr im Stand angehen, weil im Stand schon so viel Benzin mitgezogen wird an der Nadel vorbei. Also meistens. Das dürft ihr nicht machen. Solche Vergaserhauptdüsen, die sind nicht teuer. Und wenn ihr so einen Roller kauft, da sucht ihr euch zu Tode, bis ihr sowas findet. Und oft wird mit so einem kleinen Bohrer durchgebohrt, dann schaust du dir die Hauptdüse an und denkst dir, puh ja, das Loch ist schon etwas groß, aber wenn es eine 80er Hauptdüse zum Beispiel ist, dann könnte es schon sein. Aber wenn du es dann neben eine richtige 80er Hauptdüse hältst, ne, als Beispiel, dann siehst du mal den Unterschied und dann haben Leute durchgebohrt. Und glaubt mir, das habe ich schon mehr als einmal erlebt, sowas. Also schon öfter. Deswegen ist das jetzt mit in dem Video. Also macht das bitte nicht. Wenn ihr dann tunen wollt und abstimmen, dann kauft euch bitte die Düsen dazu. Gut. Dann haben wir den ersten Punkt durch. Was leider auch sehr oft ein Problem bei gebrauchten Rollern der unteren Preisregion ist, aber auch bei teuren manchmal, ist, dass billige Ersatzteile verbaut werden. Das fängt an beim Luftfilter. Es werden Austauschluftfilter aus eBay zum Beispiel verbaut, die zwar aussehen von der Form und alles wie der Originale, baut ihr die Dinge aber auseinander, dann merkt ihr, irgendwas stimmt er nicht, der ist anders. Und der unterscheidet sich insofern anders von eurem Roller, also von eurem Originalen, dass er entweder mehr Luft durchlässt oder weniger. Da achten die nicht drauf, die Hersteller, denen ist das egal. Das muss einfach nur billig sein, das Teil. Und dann habt ihr wirklich das Problem, dass euer Roller entweder zu fett läuft,
was einerseits zwar nicht so schlimm ist, ihr habt zwar weniger Leistung, aber er geht nicht kaputt, aber andererseits könnt ihr auch zu Marker laufen und ihr fahrt euch einen Kolbenfresser. Deswegen müsst ihr dann, ihr könnt so einen Luftfilter verbauen, ihr müsst danach aber den Vergaser an der Hauptdüse anpassen. Die Hauptdüse, wo ich gerade beim Vergaser gezeigt habe. Hier. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann könnt ihr so einen billigen Luftfilter verbauen. Dann geht es aber weiter. Es werden billige Membranblöcke verbaut. Solche zum Beispiel. Den habe ich nagelneu gekauft. Nagelneu, 10 Euro. Und schaut euch das mal an. Der ist schon, seht ihr das? Der ist schon undicht, obwohl der noch gar nicht benutzt wurde. Das kann doch nicht sein. Ein nagelneuer Membranblock. Und ja, klar, was willst du für 10 Euro erwarten? Aber der ist schon von Anfang an undicht. Und dann ist doch klar, dass ihr da einfach Probleme damit habt. Und so geht das auch weiter. Es gibt billige Vergaser, No-Name-Vergaser. Wie zum Beispiel den hier. Da steht keine Marke drauf. Normalerweise ist das ein Gurtner-Vergaser. Die schauen aus wie der Originale. Aber die funktionieren leider nicht so gut wie der Originale. Sie funktionieren, muss man sagen, aber nicht so gut wie der Originale. Und da muss man einiges einfach dann, zum Beispiel die Abstimmung muss man kontrollieren, weil der vielleicht nicht so gut oder einfach nicht so gut läuft wie der Originale. Und das machen die meisten Leute nicht und hauen das Teil einfach drauf. Ey, geil, ein Vergaser für 15 Euro, neu. Und wundern sich dann, warum der Roller nicht mehr gescheit läuft. Thema billige Ersatzteile. Was man jetzt zum Beispiel machen kann, man kann sich einen billigen Ansaugstutzen kaufen, das ist kein Problem. Die tun ihr Ding, das ist einfach Gummi, wie beim Originalhersteller auch. Fertig. Man muss einmal ab und zu kontrollieren, ob er nicht brüchig wird oder so, aber sonst kein Problem. Dann geht es weiter bei billigen Zylindern, die die Leute verbauen. Zum Beispiel hier Citomerx. Das ist wirklich der billigste Zylinder, den es gibt. Und dementsprechend ist die Qualität natürlich auch nicht so toll. Gussfehler. Und ich habe auch schon solche Zylinder von denen gehabt. Da hat der Kolben nicht zum Zylinder gepasst. Und ich dachte eine Zeit lang, ich bin zu blöd, den Kolben einzubauen, bis ich gemerkt habe, dass das Maß überhaupt nicht gepasst hat und der Kolben gar nicht zum Zylinder gepasst hat. Und auch im Inneren ist die Verarbeitung einfach nicht so super. Und dann bauen die Leute das oft noch mit fehlendem Fachwissen ein und dann läuft das Ding erst recht schlecht. Man muss immer sagen, dass so ein Billigzylinder oft ein PS weniger hat als der Originale. Also macht euch darauf gefasst, wenn da ein Zylinder verbaut ist, der kein Zeichen vom Hersteller drauf hat. Bei Minarelli ist das zum Beispiel dieses Zeichen hier. Hier, das ist das Minarelli-Zeichen. Das Piaggio-Zeichen kennt ihr ja, das ist so ähnlich wie ein Herz. Da sollte man drauf achten. Wie gesagt, billige Ersatzteile sind oft ein Problem. Und was da auch ein sehr großes Problem ist, was wirklich viele, viele, viele Leute falsch machen, die Leute kaufen sich einen neuen E-Choke. Ihr müsst mal überlegen, ein originaler E-Choke beim Hersteller des Rollers kostet 120 Euro. Und dann könnt ihr hier in eBay für 15 oder 19 Euro könnt ihr einen neuen E-Choke kaufen. Und dann denken sich die Leute, hey, das mache ich. Vielleicht ist das Problem. Und dann fängt es schon an. Dann schreiben die Leute, ey, ich habe den E-Choke getauscht und trotzdem wird es nicht besser. Ihr müsst aufpassen da. Zum einen habt ihr hier unten eine Dichtung drin. Die sollte natürlich drin sein. Das Problem ist, manche haben da keine Dichtung drin. Da müsst ihr immer drauf achten. Und was den Fehler, was viele machen, dieses Teil hier mit der Dichtung, hier, das drückt hier innen auf den Kanal, auf dieses goldene Teil in der Mitte hier. Und ihr müsst die Länge messen, erstens mal im eingefahrenen Zustand und natürlich dann auch im ausgefahrenen Zustand. Wie man den E-Choke prüft, da habe ich euch schon ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch hier. Und dann messt ihr auch noch im ausgefahrenen Zustand, denn der muss natürlich auch bis darunter auf den Kanal kommen. Wir haben schon viele Roller gehabt, die einfach einen anderen E-Choke verbaut hatten und wir dann festgestellt haben, der hat den Kanal nicht verschlossen. Und wenn der das nicht tut, dann springt euer Roller natürlich gut an. Aber ihr habt fehlende Leistung, der Roller braucht Sprit ohne Ende
oder läuft wirklich nur noch 30 km/h und stottert nur noch. Deswegen immer auf sowas achten, gerade bei den Billigersatzteilen. Wie gesagt, das meiste kommt aus China und denen ist das egal, ob das zu eurem Roller passt oder nicht. Die listen einfach jedes Rollermodell auf und dann habt ihr halt Pech gehabt. Hier ist auch noch ein O-Ring verbaut, wenn ihr das seht. Hier ein Gummi-O-Ring. Der fehlt auch oft bei den Billig-E-Chokes. Da müsst ihr drauf achten. Dann müsst ihr, wenn das Teil zu eurem Vergaser passt, dann müsst ihr auch den O-Ring vom alten Teil mit übernehmen und nicht einfach reinstecken. Dann ist es zusätzlich auch noch undicht, das Ding. Da immer drauf achten. So, dann haben wir noch einen Punkt, was billige Ersatzteile angeht, was ich schon öfter gehabt habe. Tuning-CDIs von Billigherstellern, Naraku zum Beispiel. Diese CDI ist zum Beispiel aus einem Roller, der ist nicht mehr gelaufen, ist aber vorher gelaufen mit dieser CDI. Und irgendwann ist er einfach nicht mehr gelaufen. Und das Heimtückische wirklich da dabei war, er hatte sogar den Zündfunken, aber scheinbar zur falschen Zeit oder zu schwach, ich kann es euch nicht sagen, er hatte Zündfunken. Ich habe das ganze Ding auseinandergenommen, tagelang gesucht und so weiter. Und dann habe ich irgendwann einfach diese CDI, obwohl er Zündfunke hatte, das ist wirklich sehr untypisch, habe ich diese CDI einfach gegen die Originale getauscht und bam, mit einem Kick lief der Roller. Und das müsst ihr euch mal geben, einfach nur durch so eine billige Tuning-CDI, die sogar vorher funktioniert hat. Also der Roller lief vorher einwandfrei damit ein Jahr lang. Das sucht mal da den Fehler. Deswegen wirklich auf solche Sachen achten. Billigersatzteile oder Billig-Tuning-Teile. Auch noch ein gutes Beispiel. Es sei auch nicht gesagt, dass Antriebsteile, zum Beispiel Wandler, Kupplung, Variomatik, dass die besser sind. Das ist ein Wandler, der 20 € gekostet hat. 20 €. Und dieser Wandler war 500 km im Einsatz und ist jetzt Kernschrott. Er ist undicht, das Fett tritt aus und das ölt natürlich eure Bremsbeläge ein. Also nicht Bremsbeläge, die Kupplungsbeläge. Das ist natürlich schlecht. Und was echt krass ist, der löst sich im Inneren, also geht auch das Fett durch, das kommt auf den Riemen und der Riemen rutscht durch und versifft das ganze Teil. Hier. 500 km hat das Ding gehalten. Und dann ist auch klar, wenn ihr so Teile, einen Roller komplett mit solchen Teilen ausstattet, dass der dann später total schlecht läuft. So. Dann sind wir aber jetzt erstmal mit den Billigteilen durch. Es geht ja hier auch noch um den typischen Pfusch, den die Leute anrichten. Und zwar, wie schon zum Anfang des Videos erwähnt, werden zum Beispiel Schnorchel vom Luftfilter entfernt, damit der Motor mehr Luft ziehen kann, oder von den Leuten sogar Löcher in den Luftfilterkasten gebohrt. Einfach, damit der Motor mehr Luft bekommt, was ja im Umkehrschluss mehr Leistung bedeuten soll. Und zudem werden auch noch oft gern Sportluftfilter verbaut oder ganz ohne Luftfilter gefahren. Das könnt ihr schon tun, das ist kein Problem. Aber wie ich schon am Anfang vom Video gesagt habe, ihr müsst die Hauptdüse vom Vergaser anpassen, sonst läuft der Motor viel zu mager und ihr habt vielleicht 100 km Spaß dran und dann ist das Ding hinüber. Deswegen passt da bitte drauf auf, dass der Zylinder richtig abgestimmt ist. Also der Vergaser auf die ganzen Sachen natürlich. Und ich habe euch da schon ein Video dazu gemacht, wie man den Vergaser abstimmt. Das verlinke ich euch hier mal, wen das interessiert. Und das ist auch oft ein Problem dann, wenn der Roller fehlende Leistung hat oder im Stand total hochdreht, weil der Roller falsch Luft zieht zum Beispiel oder halt falsch abgestimmt ist. Und dann kommen wir weiter. Es werden zum Beispiel Sportauspuffanlagen verbaut, wie es jetzt bei dem Roller hier war, das ist ein Yasuni R verbaut und der Antrieb wird nicht darauf abgestimmt. Ihr müsst ja dann die Kupplungsfedern und die Gewichte dementsprechend anpassen, sonst habt ihr trotz Sportauspuff weniger Leistung als vorher. Wie man den Antrieb abstimmt, verlinke ich euch auch mal hier. Da haben wir auch schon ein Video dazu gemacht, das haben die meisten von euch schon gesehen, das kam sehr gut an, das Video. Und was leider Gottes wirklich oft passiert, es werden defekte Teile verbaut. Zum Beispiel hier, das ist ein Membranblock von Minarelli stehend.
wo hier die Öse gebrochen ist. Jetzt denkt man sich, naja, wenn man das gut anzieht, dann hält das noch dicht. Nee, hält es nicht. Der Roller hat genau hier Falschluft gezogen. Wenn ich, als der, er ist gelaufen, muss man sagen, wenn ich, wenn der Roller gelaufen ist und ich habe hier Alkohol hingesprüht, dann hat sich sofort die Drehzahl verändert. Dann weißt du, der zieht hier Falschluft. Einfach, weil dieser kaputte Membranblock eingebaut wurde. Ja. Oder was auch immer ein Klassiker ist, schlechter Wartungszustand eben. Hier zum Beispiel der Ansaugstutzen. Der ist hier gebrochen und zieht Falschluft. Das kommt auch sehr oft vor, sowas. Wenn einfach defekte Teile eingebaut werden. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel. Es werden auch oft Vergaserteile vergessen am Vergaser und der Vergaser trotzdem eingebaut. Und dann funktioniert das natürlich nicht. Deswegen wirklich jedes Teil muss man kontrollieren. Vor allem, wenn man nicht weiß, was der Vorbesitzer gemacht hat. Was dann natürlich auch immer ein Problem ist, dass teilweise Schrauben weggelassen werden. Weggelassen heißt zum Beispiel, wir haben hier einen Krümmer. Ja, Mist, Schraube abgerissen oder Gewinde kaputt. Und dann wird die einfach weggelassen. Dann ist der Auspuff halt hier undicht, wird aber trotzdem gefahren. Läuft ja auch der Roller und fährt, hat halt einfach nur weniger Leistung. Aber solche Sachen addieren sich halt und dann irgendwann läuft der Roller gar nicht mehr oder springt nicht mehr an oder läuft wirklich grottig. Und auch ein undichter Auspuff kostet euch Leistung und ist außerdem saumäßig laut. Ich habe auch schon Roller gesehen, die wirklich, wirklich schlecht liefen, als ich sie gekauft habe. Und da waren von den vier Schrauben, die hier in den Zylinder gehören, von oben, einfach nur drei drin, weil ein Stehbolzen zum Beispiel abgerissen wurde oder die Mutter gefehlt hat. Dann liefen die Roller zwar gerade so, aber halt nur schlecht. Und ja, das ist dann einfach dem Pfusch geschuldet. Ja, auf sowas dann immer achten. Ebenso werden auch gern beim Membranblock, habt ihr ja dann meistens auch, vier Schrauben mit dem Ansaugstutzen. Da wird einfach eine Schraube weggelassen, weil das Gewinde kaputt ist oder nicht die passende Schraube da war. Ist genau dasselbe. Zieht ihr Falschluft, ruiniert ihr euch den Motor damit. Ja, und was natürlich auch wirklich ein Problem ist, es werden Teile weggelassen und dann eben dem neuen Besitzer nicht gesagt. Zum Beispiel das beliebteste Teil in der Hinsicht, es werden saugerne Ölpumpen ausgebaut, weil zum Beispiel die Ölpumpe undicht ist, weil der Schlauch oder weil man nicht gut genug hinkommt, oder weil einfach der Nippel zum Beispiel, das ist meistens Messing, wird abgebrochen und so weiter. Dann wird die Ölpumpe einfach ausgebaut oder einfach weggelassen. Und dann fahren die Leute Gemisch in ihrem Tank, also schütten das Öl mit in den Tank. Das kann man machen, man darf es halt nur nicht vergessen. Und dann wird mal nicht richtig gemischt oder mal nicht drauf geachtet oder es vergessen. Und schon hat man leider einen Kolbenfresser. Es ist leider so. Und das machen leider viele oder fahren dann eben nicht das richtige Gemisch. Und da auch immer drauf achten, es werden gern solche Teile weggelassen. Ihr glaubt nicht, bei wie vielen Rollern ich nachträglich Straßenroller, ich rede jetzt nicht von Rennrollern, Straßenrollern, wo ich nachträglich eben hier so eine Ölpumpe wieder nachgerüstet habe. Und was auch oft halt dann eben ein Problem ist, wie vorhin schon gesagt, falsches Tuning. Da wird zum Beispiel hier so eine harte, richtig harte Gegendruckfeder auf einem Original-Setup verbaut oder sogar auf einem gedrosselten Roller. Eins muss man dazu sagen, wenn ihr sowas macht, dann habt ihr auf jeden Fall einen guten Anzug. Also der Roller fährt grandios los. Dafür fährt er aber auch nur noch 20 km/h danach, weil einfach die Gegendruckfeder für diesen Motor viel zu hart ist. Das habe ich leider auch schon bei sehr, sehr, sehr vielen Rollern gesehen. Und auch in diesem Thema, es werden oft die falschen Gegendruck, also Kupplungsfedern verbaut. Und zwar viel zu harte. Manche Leute fahren einen Sportauspuff oder sogar einen Originalauspuff und machen Kupplungsfedern rein, als würden sie ein High-End-Setup fahren und kuppeln bei 10.000 oder 12.000 Umdrehungen ein. Das schafft der Motor ja gar nicht. Ihr kommt kaum vom Fleck und dann dreht die Kupplung hier einfach nur in der Kupplungsglocke durch. Die Kupplungsglocke wird natürlich heiß, verzieht sich auch noch schön und ihr macht euch einfach alles kaputt. Ja. Und dann sollten wir eigentlich durch sein mit dem typischen Pfusch beim Roller. Wie gesagt,
Also wie am Anfang des Videos gesagt, hier heute geht es nur um den typischen Pfusch beim Roller. Die typischen Defekte, da habe ich euch ja das Video schon verlinkt. Und ihr könnt gerne mal eure Erfahrungen mit diesen ganzen Sachen machen. Das waren jetzt auf jeden Fall meine Erfahrungen über die letzten 20 Jahre von 60 bis 80 Rollern. Und da hat sich immer so ein bisschen ein Muster erkennen lassen und das wollte ich euch eben heute mitteilen. Ja, und dann hoffe ich wie immer, ich konnte dem einen oder anderen natürlich damit helfen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald, Leute.